Wir sind hier 100% Fußball. Los geht's, lass! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen für die zweite Folge von 100% Fußball. 100% Fußball, die Sendung über den Lützebäuer Fußball, wie ihr seht, heute mit neuem Sponsor im Hintergrund und mit geringer Belichtung. Wir dürfen den Sponsor als neu, wir haben noch eine neue Equipe heute im Durchsetzen. Wie sie zu nennen, auf der linken Seite, so ein schon mal immer das positive Erscheinungsbild von der Liga und das Männer-positive Erscheinungsbild von der Liga, wie der Saison. Viel zu begrüßen, der Präsident auf der linken Seite von Una Strasse, der Leo Hilger. Und der Präsident vom CS Grevenmacher, der Steve Steffen. Wir haben auch dort noch eine Linkseite, wenn wir haben noch eine Rietseite und immer große Begehrungsanbieter setzen. Ich behaupte sogar einen ganz großen Anbieter. Der Christian Richards. Und natürlich als guter Lächt, ich meine eine Sportsikone als Mützebäuer Fußball, der mich klemmt. Na, die Herren, ich heiße herzlich willkommen, dass ihr heute für die zweite Folge von 100% Fußball hier im Tisch setzt. Ich meine, Trick kommt aus dem Gangen. Leo, wie gesagt, aus gestern geht er noch feierte. Ich meine, das ist früher. Eigentlich haben wir das Objektiv gehabt, für trotzdem noch einen guten Abstieg, wo mein Barrageplatz verdient gewonnen hat. Und dann ist relativ sehr, wir müssten drüber gehen, für also die Begehrskriterien können adaptieren. Und wir haben dann relativ sehr, an einer sehr Zeit, wo man das hinkriegt. Und wir sind zufrieden, weil wir heute recht und mit 29 Punkten hat man schon 10 Matcher für den Schluss, weil ich so viel so. Und das Objektiv war, sehr wie möglich, auf die 30 Punkte, die müssten durchgehen, für nicht beim Aufstieg zu dienen zu haben. Wir haben da nur 29. Und wir bereden die neue Saison für. Ich meine, aber wir haben da nur die letzten zwei Matcher gesehen, dass Griechenland je aus dem dritten, feierten Platz vom Championat, dass das auch andere Kaliber sind. Matcher sind alle zwei verloren gegangen, gegen Fola, gegen Deverding. Obwohl verschiedene Matcher mehr nur, wo wir drauf waren, wie die Resultate der noch ausgewiesen wird. Aber bon, ich meine, es war eine gute Erfahrung. Und, wir spielen gerne so gegen Deverding, weil das für dich dahin gewichst. Das war dann noch ein Aufwand von der Saison. Und sie waren noch die Match besser, muss ich sagen. Und da werden die Loser los, eben die besser von den mittleren oder Männerguten dann entschieden. Die entschieden Matcher kommen. Und sind überzeugt, dass wir noch ein paar gute Matcher liefern. Und wir können nach Genesse heim, wir können nach Niederkur heim, wird noch interessant Matcher. Die Anna gehen durch eine Männer schwer, weil ich meine, du gehst auf den Aufstieg und du hast noch nichts geschenkt. Ja. Ja, ich meine, wenn die 400 Saison das hier gesagt hat, hast du leider noch geschrieben. Das ist auf jeden Fall. Ich will auch nicht von Anfang gut um Kader. Der Kader, der hat man relativ zusammenbehalten, das geht fortgegangen. Wir konnten die andere Verstärkung dabei. Nee, ich meine nicht, dass wir gedacht hätten, so sehr könnten wir so schon mal den guten Markt mischen. Und ich meine, wir probieren noch so lange wie möglich dabei zu bleiben, dass den Championat noch weiter interessant wird. Und dass wir natürlich auch von der Seite aus die nötige Erfahrungsgrade auch sammeln. Das ist auch wichtig für die Equipe. Ich meine, du siehst, diese Präparation für die nächste Saison gegangen. Du hast ja mit Sean und Erik Hoffmann ja schon zwei ganz gute Transfers gemacht. Ja. Ich meine, Ralf Sean und plus ja mittlerweile auch ein dritter Gott aus der Selektion. Mhm. Was sind dann dort Ziele für die nächste Saison? Ich meine, auch von du aus, der Kipper, also Kipper, der das wird in der zweiten Runde heute noch bekannt gehen, dass er sich das definitiv seine letzte Saison, also 37 Jahre, weil über 6 Jahre waren zu Strassen. Auch Kapitän, ein super Mann, mit dem Avalo angekündigt wird, dass er mich löst für die Trippeln. Und du hast den Menschen Schlex als zweiter Keeper auch beigetreten der Saison. Und für die neue Saison wird das sicher. Wir haben einen Keeper gebraucht.
für das Team zu ergänzen und die Menschen dann schon beizig kippern, gehen durch eine Ebene gestalten und die Beste muss sich durchsetzen. Wir sind froh, dass man den Kontakt schon konnte machen. Wahrscheinlich hat sich bewiesen, dass ein mittlerweile Nummer 3 ist an der Nationalequipe. Und das ist ein Erhob, den man muss haben, und wird noch bewiesen an der Zeit. Und ich meine, dass es doch wichtig ist, dass so ein Mann sich an der Nationaldivision kann bewerten. Ich meine, das hilft ihm weiter. Für alle seine Meriten, die im Norden hat, ich meine, das ist sein ganz Schulden gemacht, seine Formation. Also es ist für so Spieler wichtig, aber wir sind froh, dass man eh von den Vereinen konnte sehen, wo ihn ausgewählt wird, dann für die hoffentlich die nächsten Jahre dann können zu spielen. Ich meine, bleibt noch ein paar Details zu klären am Verein, am wird noch da auch ein Ähnlichkeit fanden. Ja, ich meine, das ist für den Jungen, also der nächste Schritt ist, muss man machen. Ja. Ja, Erik Hoffmann sind wir selbstverständlich auch froh, dass man nach so einem erfahrenen Mann können dabei kriegen. Die kennt mittlerweile ein bisschen als Konzept. Das Konzept besteht einfach daran, charakterlich ganz gut die Spieler zusammenzukriegen, die sich bei die wirklich, die können man den harmonieren. Natürlich den Trainer, den das wisst ihr machen bei der Rekrutierungsphase, wo muss ich noch ein bisschen Scouting machen. Und wir machen das hauptsächlich hier im Land. Die sind natürlich aber bei eine ganze Reihe Spieler, die wir haben, das waren Ex-U21-Spieler, wo wir da mittlerweile eine Reihe haben. Und die da gehören auch noch so Spieler dabei, wie den Erik Hoffmann, den als du wird helfen, mit seiner Erfahrung, auch die Jung nach weiter führen zu bringen. Ja, ich meine, Erik hat auch ein Kollegen da an der Equipe. Ja. Da geht das alles von selbst. Ne? Ja. Voilà, ich meine, Strassen hat eine ganz gute Saison gespielt. Schon als Vizedruck gesagt, das positiv oder das negativ, Überraschungsequipe. Ne? Und CSG, da klemmt das hier so ein bisschen. Ja, klemmen aus der Trichschuhe, meine ich. Ne? Boah, wir sind ein neues Komitee, wo noch oder versichern eigentlich von der Equipe oder haben wir von der Saison uns mit einem Film, einem jungen Equipe, wo wir auch. Irgendwo die Linde wollen fahren, boah, weil wir auch eben Meier nicht tun, für mich groß springen zu machen. Und das ist einfach das heute. Wir sind noch nicht rausgefallen. Es geht natürlich ganz schwer von Match zu Match. Ja. Und so mal, das ist noch alles rechnerisch, also noch alles dran. Aber es geht natürlich nicht einfach für. Ja, das ist alles rechnerisch dran. Ich weiß schon, zweimal ist hier so gucken gekommen. Genauso gut wie die andere Equipe, mit der haben wir den Goal geschossen. Ja, das ist so mal. Ja, voilà. Ich mein, ja, das ist ein Problem. So mal, wir sind mit Sicherheit nicht mehr schlecht wie die anderen 4-5, die hier dran stehen. Und wir müssen die schießen alte Goal weiter, die wir nicht machen. Ich meine, es geht nicht der Corona gewesen, dass wir das können. Wo leider du nicht nur gelöst und laut letzte Sonde gegen Dettelbrück, wo wir hätten müssen, 6-Punkte-Match. Ja. Wo man wirklich verpasst. mit 3 Punkten do, vom Terrain zu gehen. Boah, das ist nur so, wir lassen den Kopf nach immer nicht hängen und wir versuchen, so gut es geht, aber nach das Ganze über die Bühne zu bringen. Vielleicht sind wir die Ersten, die lohe Sonde gegen Titel gewonnen. Das wäre zu hoffen. Nein, ich meine, und plus, weil die neue Ziel von dem neuen Komitee ist, dass da auf lange Sicht immer mehr auf die Jugend zu bauen. Und eben ja, ich meine, wir können das schon irgendwo als Lin. Wir können natürlich nicht nehmen auf die Jugend bauen. Ja, ja, ja. Ich meine, das. Nein, das ist richtig. Das geht doch nicht. Ich meine, muss ich noch ein paar Vorspieler dabei haben. Was wir auch versuchen zu machen, auch für die nächste Saison, ob wir nach BGL spielen oder ob wir an der Promotion gehen. Wir haben als Linie und wir bleiben noch da dabei. Ganz sicher, dass wir so weiterfahren. So auch wenn es geht, froh, das Ziel direkt rumzukommen. Natürlich, das muss Ziel sein, für direkt rumzusteigen, ganz klar. Ja, ich meine, die CSG, aber
bekannte Vereine im Land. Ja, ich meine, sie sind seit 1985 sind wir in der BGL, Nationaldivision, unerbrach. Dafür haben wir einen herausgefallen, auch direkt darum abgestiegen. Ja, wäre natürlich schön, wenn CSG nicht mehr in der BGL ist. Nein, das ist richtig. Das wäre schön. Dann gehen wir vom CSG immer bei der Bitteren. Ich muss nach Deutschland gucken, da geht der Bitteren ja mit massakriert für die Kritik. Ich meine, da kommt die Letzburger Bitteren da ganz gut davon. Ne? Ja, normalerweise aber schon. Also, ob das unbedingt in der Qualität von der Bitteren hängt oder in einem guten Fernsehspieler, also eine andere Sache. Ich meine aber schon, dass man am großen Ganzen in der BGL-Liga natürlich die besten Bitteren haben. Und dass Leistungen im großen Ganzen auch okay sind. Natürlich wundert ihr schon, auch Heinz, du ohne Lo vermessen wollen zu klingen, wundert ihr schon, Heinz, du, was für ein Fehler im Ausland geschehen, wo ja aber Profi, quasi Profi-Arbiterin um Weg sind. Und dann Heinz, du meinst, die aber auch Fehler, wo Eis natürlich auch mal viel können, trotzdem sie mehr und nicht an demselben professionellen Milieu tätig wie sie. So dass ich doch schon, auch Heinz, du schon erstaunt, dass wir im großen Ganzen eigentlich aber Leben zu Lützburg im Moment nicht schlecht. Also noch ganz fein. Ja, also ziehe mal die Saison, wo ein, zwei ein bisschen Skandalmatcher sind. Und das hat dann auch so eine Repercussion. Ich meine, wenn dann eine Equipe mit einem Arbiter nicht zufrieden ist, dann ist die Chance auch relativ groß, dass die Sonne drauf auch mit einem Arbiter nicht zufrieden ist und sich dann noch vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Das sind so Sachen, die einem dann auch mal entgegen. Gesucht gehen. Und ich fand, dass Cäsar das Jahr aber relativ ruhig ist. Ja, im Moment. Ja. Im Moment kann ich wirklich nicht so. Nein. Deutschland ist die große Diskussion über den Videobeweis. Was sagt noch bitte dazu? Also ich persönlich fand es nicht gut. Schon seit 100 Jahren geht der Fußball in die Richtung, dass immer musst du noch nach schwätzen, über den Match und alles. Ja. Also das Problem ist einfach so, ich meine, was froh ist, was wollen wir haben? Wollen wir Fußball haben, die wirklich mit einer 10 wirklich ganz klar gewiesen gehen, der Strafe oder der Fehler war im Zentimeter 400 Strafraum liegen oder war ein Zentimeter dran. Das ist eben eine Frage, die sich als Zuschauer stellen. Du hast natürlich mehr flott. Tue den Fernsehspieler nicht und können ihn nur beim Paten da drauf darüber diskutieren und die einen Fans und die View und die anderen und die anderen View. Wenn ich aber der View vom Arbiter gucke, ich meine, wir müssen Decisionen holen, die ganz viele Repercussionen und auch für Vereine, ich meine, zu Lützburg schwenken und verschiedene Vereine an eine semi-professionelle Weg zu gehen. Aber wenn ich da natürlich eine falsche Decision hält, dass ja aber trotzdem alle Arbiter kaffee kommen, dann so ich aber schon, da wäre aber meiner Meinung nach nicht vom Notdeal, wenn ich da keinen Fernsehspieler zu rot holen und an sich da eine supplementäre Hilfe herbeiholen. So Sachen will ich aber noch dazu sagen, das ist, dass wir gucken ganz viele Szenen aus dem Ausland und aber auch vom Lützburg Championat und den Fußballs und den arbitrischen Kuren. Und es sind auch ganz viele Szenen, wo es recht an der 7. Zeitlupe klar ist, also da Fehler, also kein Fehler, also draußen, also Bannen waren da, das war nicht. Also so die Allmächtigkeit von dem Videobeweis stellen sich auch froh. Es wird deutlich auf verschiedene Situationen helfen, aber in anderen Situationen gehen es nach immer zwei Wühen. Und der zweite ist, das ist aber schon eine Neuerung, die nächstes Jahr sicher wird kommen und das Jahr los aufhängt, dass alle bitte an der BGL liegen ein Headset wird tun, dass sie über dem Mikro mit seinen Assistenten können bei allen Situationen kommunizieren. Und das ist aber für Lützburg Verhältnisse auch schon wirklich ein großer Vorteil, weil sechs Sachen gesehen haben, nur nicht mal mehr wie zwei. Ja. Aber wenn ich dann noch permanent mit seinen Assistenten können kommunizieren, also Fehler da draußen oder nicht, zum Beispiel am 16. guten Assistenten viel besser wie dem nur wie heute für die Parallelin zu der Torlin, dann hast du natürlich schon im Slot, wenn ich locker kommunizieren kann. Das hat mehr als ein bisschen wirklich gefördert tun. Sie werden welchen Fernsehbeweis, wie das dumm ist. Ich werde schon die Qualität vom Arbitrage zu Lützburg sicher an Blut setzen. Und das wird ein bisschen noch gefordert, wie du ein Headset. Also mehr 100 gefordert, weil die eben Szene gehen, wo den Assistent, ich meine, wie so oft, gehen gute Assistenten und die ganz gute, ich meine, wir haben viele Assistenten, die wirklich drauf trainiert gehen, nicht nehmen, ihren Abseits zu holen. Und wo der Ball ausgeht, die wirklich auch trainiert drauf gehen, für auch den Fehler am Spiel zu erkennen.
Und da haben wir auch ganz, ganz gut Leute. Und die Informationen, wie sie das Spiel gesehen kriegen, die natürlich als Arbiter in dem Moment nicht. Yeah. Und so, dass man wirklich aber da ein paar Szenen hatten, ich will nicht viel an Detail kommen, wir hatten aber Szenen gesehen, wo ein Hans zum Beispiel an einem 16. da war, wo ein Arbiter aus seiner Stellung nicht kommt, gesehen, das war einfach nicht möglich, an den Assistent wurde gesehen. Und durch Vertrag Umstände auch immer hat ein Assistent möglich, ich nicht mal bitte da zu suchen. Und da lebt natürlich auch sehr viel. Und so dass mehr einfach der Mittel gesucht tun, wir hätten gerne die zusätzliche Schelle, weil Heinz, du stehst dich schlecht, Heinz, du laufen zwei Spieler für unangenehm. Das geht Heinz, also, das geht ja aber trotzdem relativ sehr. Also, das war schon klar eine Forderung, dass quasi allbegehrlich der Mittel. Ich meine, dass eine oder zwei, die sehr ein bisschen skeptisch sind, ich meine, man hat Snides, also sind immer ein bisschen Leute, ja, ein bisschen kritisch gesehen. Aber, also ich kann aber klar sagen, dass also 90%, wenn nicht mehr von den Bitteren, ein beschädigtes Niveau fordern, ganz klar, all Match in Kommunikation mit dem Assistenten. Das muss doch Sinn. Das ist das Minimum, weil gesagt, in einem der Matcher, wo effektiv ein Trio, die einen sind equipiert, die anderen sind nicht equipiert. Ja, ja, das Das ist das Minimum auch bei unserem Terrain, wie es dann eben hier geht, muss man mal gucken, wo wir hier kommen. Wir haben unsere Infrastrukturen, wir haben noch viel müssen zu Straßen rundherum, für die Sicherheit dann so aufbauen. Dann schwingen viele Weiß, sind wir noch weit weg. Das ist ja ein bisschen für die Medien, wie das für mich dass Medien als Rhythmus schon für eben noch am Fußball. Bereich auch können abzurichten. Wir sind in der LFL und Martinen hier am Gespräch. Aber ja. Für die Fernsehbeweise zu kommen, da sind wir nach Meilen weg. Ja. Ja. Ich fand doch nicht, muss das unbedingt gut sein. Und das Niveau, muss ich auf dem Niveau stellen, wo wir haben, das ist doch eines der vielleicht ein bisschen der Charme, wenn ihr seht, okay, das hat ihn verpasst. Aber der Rest, ich meine, vom Finanziellen hier, gibt es auch Vereine, wenn sie gut stecken, weiterkaufen. An ich meine, nur als Medien, wir haben da ja auch nicht so viel, die da präsent sind, und die wählen sich auch so ein Match im Moment mal raus, wo sie können die Warte gehen. Aber wenn wir ja sie haben, ich meine, das kennen wir ja auch, die können nicht ein Ballmatch gleichzeitig sehen. Und da ist ja auch eine Investition wahrscheinlich über die Föderation da gehen. Da meine ich immer, Hans, dann haben wir Gespräche, Herr Nu, wenn man das alles analysieren wird, wie dann wäre das. Mehr Hunden, wenn ich das so sage, mehr Hunden schon an einem internen Raum, wo wir schon den Videobeweis für den Arbiter zu jugieren. Also ich meine, den Arbiter kriegt ja an der Beschädigung, alle Match wird den Arbiter überwacht. Und no Match wird dann ein Ausspruch gehalten, wo ihn ein Not kriegt, die kriegen zwar nicht direkt abgedehnt, mit kriegen aber ein bisschen Informationen, wo es soll hingehen. Und da geht dem noch bei schrittlichen Situationen, geht effektiv die Mission Goal geht dann aufgewahrt. Und da geht dann effektiv eine No-Tranche, das heißt der Videobeweis für die Bitteren. An dem Sinn geht es schon, wo aber die Frau, die Jello abrieft, aufstellt, ganz berechtigt ist, wie viele Matcher gegenüber drohen, aber wie viele nicht. Was weiß denn Reporter, wen das oder nicht? Also das, aber nur für den Internen, dass das schon manche da bitten, das ist natürlich auch sinnvoll für daraus zu lehren, dass sie in einer Situation hat, wo strittig ist. Also manche schon ein Schlecht, wenn man dann nur die 10 gucken und daraus die richtige Schluss ziehen. Auch wenn es mir auch schon vorkommt, dass sie in da meint es immer etwas gesagt, was den sonst so Terra nicht so gesehen hat, dann da kriegt ihr natürlich da Punkte aufgezogen. Das ist natürlich nicht ganz froh, aber trotzdem, à la longue, ist das natürlich schon gut, hier weiterzulegen. Du musst den Aufruf machen bei verschiedenen Vereinen, die war drohen, ganz Matcher. Ja, die können wir mal. Die gehen dann mal um Terra, die ganze Match schon viel bis Hanne, weil ich meine, CF muss einen Aufruf bei denen machen, für den Rest der Rest zu kriegen. Das könnte lösen, doch da geht das immer mehr weiter. Ich meine, mich, du warst schon lange Fußball dabei, weil geht immer weiter. Es steht auch in der Zeitung noch, dass Fußball so stark ist, hier im Land wieder lang. Was meinst du dazu? Also im physischen Plan, jeden Fall. Das getaut ja. Aber das schon für 10, 15 Jahre, schon viel mal fort trainiert gehen. Zwei Vereine, die trainieren ja all der, für die Volle, für Diedling. Schon hier eine Straße gebracht, um dreimal fort zu trainieren. Wurde mal den Hoffmann gesagt, dürfen geht noch auf die Straße. Und das war das Zeit. Man muss nicht unbedingt den am meisten trainieren, dass die soll besser spielen. Das könnt ihr auch darüber trainiert, wer ihr möchtet. Und
dat vom Rhythmus her, als für mich schnell ging, das stimmt. Mehr footballerisch sind wir aber nicht mehr weit, wie das früher war. Also früher, ich war jetzt 14, 15 Jahre. Ja. Mhm. Also von den Spielern, halt, wie für den Weißen Karl oder den Holzen Lück, die kriegen sie einen Namen. Oder nenne ich die Begner, die ich zu Beggen hatte. Und dann ging ich auf Genesse, ein Baboni Champ oder ein Scooter oder ob der, überall hatte man außergewöhnliche Footballspieler. Und die haben wir halt nicht mehr so. Das, so Invaliditäten, das mehr auf der Physik abgebaut. Auch noch Zufriedenheit an einer Kippe. Wenn ich den Stoßen, wenn ich das ja dreimal gesehen habe, die Fred von da am Fuß, nicht weil der Präsident da sitzt. Löwen ist. Nein. Ich meine auch, Almut Mannisch, wenn ich in Kolumbien im letzten Wort. Hallo, ohne illegale Werbung, ich bin ja gescheit. Und ich ja zum Beispiel Präsident Sitzer von Gewe Merkel. Also, ich von Menschen nach unten, Merkel als ein Kandidat für raus. Von Menschen nach unten, nicht allein. Und das ist einfach, das hat eine Meinung. Ich finde, das ist eine Meinung. Effektiv. Nicht, weil du schlecht trainiert wirst, oder weil du hast nicht. Das sind nicht die Möglichkeiten, die du bei zu Dilling hast oder bei einer Volle oder wie soll ich sagen. Ach, Stoßen, die Union, die letzten Jahre, das gut gemacht, ich weiß nicht, wie sich dort darum bekümmert. Die sind effektiv jung Zukunftsspieler darum aus sich gegangen. Wenn ich gucke, Kerscher, wie soll ich sagen, das ist immens. Auch viel Lützeburg, ja. Da muss ich aufpassen, der will nicht immer Lützeburg schwätzen, sonst passt der rassistisch. Das ist nicht der Fall. Weil, Zukunft tust du nicht mehr, wie der Präsident von Gräfer Macher sagt, wir haben das noch alles. Ich fand das gut. Und sobald kein Zoom mehr da sind, geübt werden auf das System rüber. Hol die Kühl. Die Kühl ist für mich die beste Jugend, die habe ich dann am Land. Zu der Draht zu Saarbrücken. Den Holder. Also vom Kühl. Viele gehen sich da sicher, die Kühl aus ihrer Jugend rauskommen. Und sie bringen da überall ja fertig. Wie viel kaufen zu gehen? Ja. Der hat 4 Jahre bei der U21 dabei. Es geht am Kaffee. Ja, ich weiß schon, was lesen. Da ist ein bisschen Schwätzen dabei. Ja, ich habe schon gelesen. Wir sind der Kühl. Sind da, kommen, sind sich gedreht. Da könnte man den Trainer nicht mehr da, den Präsident ist nicht mehr da. Das wäre alles die andere Seite. Ich meine, das hat ja auch jemand so am schnell die Nummer landet. Am Ende Kolumn gemacht. Es sind noch Bonewies kommt. Es sind noch Artikel. Es sind jemand gesagt. Es sind noch schreckt. Ich werde zu Tiro Willum Terra. Dort das Spicko hat Französisch geschwärzt. Alles ist auf Französisch gelaufen. Man hat den Verruf um Französisch. Das geht dann nicht bei Kühl. Das sind vier Städte noch Vereiner. Ja, ja, das ist Taris, Spora, Union und Hollerisch. Und die hatten so viele Spieler. Und sie sind alle Jahr konnten sie von der Gemeinde sind sie unterstützt, weil sie immer so eine große Jugend, man kann doch von der Straße, sagen sie ja. Ich selber, die kann doch trainieren bei der Gemeinde Lützburg. Du hast extra mit, es kommen die Kanten, die nicht an einem Verein sind, kommen zu Bonn, wie ich auf den zweiten Terra trainieren. Und die sind alle Jahr unterstützt. Ja, ja. Aber das dumm hat geschieht. Sie sind da kaufen gegangen. Mm. Und da reden sie, da fängt es an, das ging dich für den nächsten Match. Wo sie mit eine ganz andere Equipe hatten, wie die letzten 4 Jahre. Die Vision ist, die Vereine, die auf ihre Jugend bauen, und natürlich, du musst auch, wenn es kein gutes Spieler ist, kein gutes Jugendspieler ist, dann kannst du nicht mehr. Mit Möglichkeiten sind einfach im Dorf. Speziell, ich meine, die Kühl, wenn ich gut informiert sind, die 300 bis 400 Jugendspieler. Von 400 selbst. Ja, voilà. Als ein Chef vom Döschei, der Beckener Präsident, die sind auf dem Weg mit ihrer Jugend, das System dort zu sehen. Letztes Jahr sind sie gestiegen an ihrer Promotion, das haben sie sich. Und wenn das so weitergegangen wäre, wie das für 3 Jahre war, dann gingen sie auch in der zweiten Division spielen. Ja, das ist also, eben wie das so. Das den Jungen. Wir waren ja viel Junker, durch eben, dass ich auf ein Match mal gucken geht, auch ein Drinner, kann ich noch im Juniorsbereich. Ja. Sind wir doch schon in der Zeit Finale, ein Halbfinale von der Coupe du Prince. Ja, ja. Genau. Wo wir gut auch spielen, ja. Wo ihr junge Elemente findet.
wir haben davon größere Vereine, die sich eben nicht da konnten durchsetzen, weil sie größere Kader hatten. Und, okay, den dann eben seine Schule hier über das Lützburger Modell möchte, irgendwie kommen die meisten auch von der Fußballschule, ja. Die ein paar Jahre da gemacht haben. Mhm. Und wir haben da ein 4-5, die über DW gegangen sind. Wo die Spieler wollten spielen. Wir hatten Spieler, die sagten, wir kommen gerne bei euch, aber wenn es eben ein Niveau drin ist, wir wollen gerne spielen. Es geht hin nicht immer für bei renommierten Clip unbedingt auf der Bank zu sitzen. Es geht einfach darum, für das Spielpraxis kriegen. Und das wird sich bewährt. Muss ich natürlich eine gute Kombination haben, wieder so, muss Fred so sein. Ich meine, alles trainieren noch bei der Präparation 4-5 Mal die Woche. Das ist nicht, dass jetzt mehr Wandel. Das wäre zu einfach. Das wäre 3 Mal. Aber wenn es da lief, dann schaue ich das richtig an. Nur ein, zwei Wochen nur, da geht es auf einen Rhythmus von 3 Mal die Woche zurück. Und lieber 3 Mal an. Das war so ein 90-95% sind da. Ja, ja, ja. Wir haben mal viel der Idee nach drin hängen, wo Spieler dann noch nach von einer gewissen Distanz kommen. Und die dann nicht dann nervt, für immer regelmäßig unzutreten, und da vielleicht Qualität vom Training auch nicht mehr dieselbe ist. Ich könnte dich nur Person wie den Philips Pohl kommen, den man als Profi von Charleroi-Hof. Ich war im Pohl sein Co-Trainer. Ich fand zu Beginn 3 deutschen Trainer. Ich hatte gut Lehrmeister drin. Der Philips Pohl, der Willi Macho, der Subitz von der Jeunesse. Das war mein Cheftrainer. Und dann habe ich beim Pohl gesehen, dann habe ich viel Mat geholt. Der Pohl hat 70 Minuten trainiert. 70! Aber die 70 Minuten sind trainiert. Mhm. Sie hat Trainerin, sondern hat einfach, die haben ich habe das selber erlebt. 20 Minuten haben sie an der Kehle, am Dreck, am Knast. Erzählen sie den Spieler, was gemacht wird, was vorher ist. Beim Philips Pohl auf dem Terrain, der war präpariert. Und du hast nicht mal immer ein Beispiel geholt. Direkt lass 70 Minuten. Mhm. Mindestens die Krassage am dreimal an der Woche, nach so, also 4 Mal war er dann. Du hast die Zeit schon zu Beginn der Champions auch schon gespielt. Mhm. Auch beim Philips Pohl. Mhm. Und das ändert das 2-3 Stunden. Wenn ich scheint zu sagen, die trainieren 2-3 Stunden, das ist noch immer, das ist noch für mich, das ist schlecht. Mhm. Mhm. Und das geht auf die Straße hin, dass die so mit trainieren oder am Lauf vom Jahr geht dreimal vor trainiert. Wenn gut trainiert, geht die dreimal. Die feiert Keier, passt auf, sind also sie viermal im Terrain. Und bei der vierten Keier oder bei der dritten Keier sind sie schon selber erlebt. Mhm. Also. Mhm. Ja, das ist auch für den Trainer auch als Kondition gestellt. Ich meine, es geht nicht, ob dreimal vor Ruf zu gehen, wenn 70% von den Spielern nicht durch. Dann ist auch souverän durch. Genau. Dann ist einfach erzählt. Da musst du Regeln fixiert gehen. Und eine gute Präparation, wie du so, ein guter Pass. Ja. Ja, da geht das. Ja, ja. Müssen wir noch bitte. Wir trainieren das in der Bitte. Wir haben aber direkt kritisch vor. Also, kein viermal vor oder dreimal vor. Also, wir haben Donnerstag zusammen Training zusammen um die NS mit einem Trainer ja auch. Und da ist Präsenz obligatoire. Wir mussten 80% von den Trainingen an der Saison 100. Das heißt, da wird nicht allzu viel Sport, da geht den Donnerstag dann trainieren. Aber dann wird den sonderes Match, wo ja auch zwar kein Training ist, aber wo da Kompetition ist. Und da gebe ich so an der BGL League Arbiter gehen, aber dann am Minimum einmal für sich trainieren, war 2 Mal. Also ich gehe so ein. Da kommen vielleicht auf 3, ich denke noch ein bisschen von oben, und zweimal am Jahr, ja, alle 6 Monate mal einen Lauftest. Vier um Lauftest, sie den Schrauben natürlich schon ein bisschen mehr un, wie du direkt noch einen Lauftest, dass ich dann auch vielleicht mal froh für dann nehmen, einmal an der Woche noch supplementär trainieren zu gehen. Aber, ich gebe aber schon Mengen, das Bild von mir bitte, den an der Mitte steht, mit Weherbauch, das geht eigentlich aber auch nicht ganz viel. Ich finde es so gut, also das Niveau, also auch hier im sportlichen Niveau, man hatte für drüben schon ein bisschen Rätsel, wie sehr auch das, wie der gesagt hat, an der Begelligkeit kippelig und an der sportlich, das ist einfach das Niveau ein bisschen mehr an den Blutgang per Rapport zu 10, 15 Jahren. Und du musst dann bitte natürlich noch kommen. Also, das ist aber auch flott, dass ich körperlich muss ich noch bei einem Level bleiben. Dann als eh von der Natur vom Arbitrage aus, dass es da aber sportlich auch eine Herausforderung ist. Ja. Was würde ich bei den Arbitern bemängeln? Ziehe verschiedene.
den Umgang mit den Spielern. Das lehrt er ja nicht gegen so. Das muss ihn haben. Du hast ja so ein verschiedener, so ein Arroganz, Heinz. Da. Von, ich kann, das geht noch nicht auf Bierscheid so. Aber auch general, ich finde ja schon, auch im Ausland. Da. So ein Arroganz, die einfach nicht fertig springen, ein Spieler, gelesen hat, oder das Gefühl gehen, hey, komm mal, mir locker. He. Und da hast du dabei, die sind ja so. So sack und du gehst nicht links an den Tritt. So, so wie Patros müssen sie um Terra bleiben. Mit locker mit der Sache umgehen. Mund der Pua im Land. Die da doch gut machen. Ich habe drei Jahre genannt. Stefan Lumi und denke, Moraes, wie heißt es schon mal? Moraes. Das tut mir zweimal nicht das zufällig. Das tut mir so gut gefallen. Also. Auch. Versack und trotzdem war ein gewisser Lockheit bei dem. Ja, das ist pro Arbiter, gebe ich so. Den einen ist mich locker, den anderen ist mich streng. Also, ich meine, ich muss in die globale Tendenz gucken. Früher stunde ich schon mich mit der Peitsche quasi für den Klassensalon und das von den Leuten akzeptiert. Ich meine, das sind einfach Sachen, die heute auch an der Schule nicht mehr akzeptiert gehen und das geht dem Menschen auch an der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Also, als ein Chef, der Charles Schack, sieht er immer mehr müssen heute. Auch mal ein Spieler um Terrain können kurz erklären, für was man die Decision holen. So, ja. Natürlich ist der Moment nicht um Terrain immer gibt, für die große Speech zu feiern, aber soll ich schon persönlich geht, als halt am Arbitrage natürlich ganz wichtig, Menge vielleicht mehr wichtig, viel wie 420, 30 Jahre, Mengen ist auf alle Fall mal zu sagen. Und das ist schon klar, dass also ich da doch eins du also ich persönlich kriege die Reproche relativ Seele gemäht. Ich weiß aber dass verschiedene Mitren eins du bisschen mit Sack rüberkommen. Das ist natürlich auch wie schon ein Schritt und Druck ist ganz groß, da bin mal drei vier Spieler bei dir gelaufen, kommt ja mal kaputt groß wie für dann da ruhig zu bleiben an der Kuh und denen zu erklären, also auch nicht ganz einfach. Trotzdem Böllisch oder ein alter Lützebäuer Sprachwort, das aber trotzdem so wie in der Beschrift schaltet raus. Und ich meine, die Menschen der Bitteren respektieren das aber auch und probieren, das so menschlich und kulant wie möglich zu lesen. Das aber auch nicht immer möglich. Also, so, wie so das schon auch Situationen, dann, wie ich just gesagt habe, wenn da zwei, drei mit Champ für einen Mann 50 Meter gelaufen kommen, dann würde ich schon Tendenz hier für eine Pest. Muss ich aber schon so wissen. Ja, ich finde das normal. Ich meine, wenn wir schon beim Trainieren sind, fängt man mit der Equipe, die am meisten nächsten trainiert, die Leute. Diese Champion oder diese nicht Champion? Ja, ich denke schon, dass sie das ja machen. Ich meine, die Fohler ist auch nicht mehr so konstant wie das letzte Jahr. Ich meine, wir haben ein paar Punkte. Beispiel Rosbach haben sie auch just gleich gespielt. Und ich denke schon, dass der Diddling. Ich denke gut dat nicht. Ich unterschreibe nicht einfach. Auch am Laufenden haben wir einen Artikel. Wovon von mir und ich so Diddling ist sicher schon. Erstens, der Floschmann, ich kenne den persönlich, du bist den, also noch vorhin Trainer, er hat Titel im Buckel. Was hätte ich für Druck gesagt, wenn es ein Champion wäre, zweimal kannst du egal was machen, also immer alles gut. Der kann mit denen umgehen. Und das war für mich sicher als nie etwas, das ist okay. Aber du hättest ja aber wirklich den Ozett, den hätte ich aber doch gemerkt, ob sie. Ja. Also wirklich. Ich denke noch, dass der Flochmann, der Team, der wirklich. Ja. Nicht alles an der Gide. Und der Trakot-Trainer, und ich brauche selber nicht mehr. Bei uns die Zeit noch zu begegnen, es sind vier gelaufen am Busch, warum brauchst du das nicht mehr? Nein, das ist gut. Warum brauchst du das nicht mehr? Es sind drei Trainer, die vorhin nicht gesehen auf der Jeunesse, die drei Leute sind um die Kippe gekommen. Ja. Ja. Das ist noch der Meinung, dass Düdling das ja schon richtig ist. Ich habe schon acht Punkte, vier Sprung. Ich hätte gerne, mir hätte gerne einen Punkt geholt von Diddling. Du hättest mir noch verdient gehabt. Ja, aber dann tun wir scheuern. Du wärst mal wirklich. Ich fand nicht die tot, ich fand nicht scheuern. Du wärst mal, ja, ich hätte Gold auch nicht von den berühmten. Das hat ich scheuern. Den letzten Punkt bei dem zu holen. Aber wenn ich gucke, Fola war mal nicht tot, den Match, da haben wir drei verloren. So, aber Diddling hat mich einen ausgelachenen Kader. So, der Kader auch. Hier stehen wir, sind das ja da, wenn sie. Also muss es sein, der Tuchel, das ist ja auch so viel bei der Torschützenlöscht. Also ich meine schon, die
dass sie das Jahr machen. Ja, sie haben Kader ganz schnell aufgestellt. Ich meine, ja. Da könnt ihr direkt vorlaufen. Das Ruhe. Das Ruhe am Spiel. Das auch bei Ihnen, ja. Trainer haben gesagt, wahrscheinlich viel aus. Ja. Titel, da geht drei Mal mehr ich geguckt. He, und dann kann noch ganz gut Martin nehmen gehen. Ich würde sein Training passt, geht er nicht kritisiert, nicht der drei, die das machen, und nicht verwehrt nehmen. Mhm. Der Voller ist da. So. Ja, ja, da. Der Chef schon ein Vertrauensmann da, der vom Metz. Da. Mhm. Und dann sind sie noch Goldkeeps-Trainer. Mhm. Ich werde mal nur empfohlen, zum Beispiel kurz zurückkommen, so schon mal, wie Lovesio, der Chef Strasser, für ein paar Monate lang eine Formation, war nicht immer da. Kannst du ein bisschen Impact tun, nur wenn eine Kipp, dass die vielleicht noch mit Zweiten geht? Nein. Nein. Den zweiten, den sein Co-Trainer, den auch ein Ex-Profi an dem Training mit dem. Und so wie ihn der Chef kennt, den also, aber der war permanent in Kontakt mit ihnen und dann fahren wir den Weg an dem Hai. Ich meine nicht, dass du ihn erlebst. Das ist einfach der Unterschied, das Spielerpotenzial. Vorher doch gut Spieler, mit den anderen, ich meine nicht, das für du gesagt, die sind mir ausgegangen. Mhm. Und der Breit an die Klasse noch dabei. Mhm. Und wenn du in drei Wäschfällen, dann hat er nicht gespielt, ein paar Matches. Mhm. Nur dann hat er gespielt. Ja. Wenn du da guckst, wenn du auf der Bank sitzt, ja, turpelt halt auf der Bank, dann sind die Nationalen Beispiele. Ja. Ja, und ja. Das ist voll wirklich. Die Linger sind auch am Stellen. Wir sind noch dabei, ein paar Jungen also, ja. Dabei, die auch Nationalen spielen. Und, verschiedene sind aber, es sind auch die Jugend, die viele Jugendspieler, die. Nein, lass sie gehen als Ex-Profi oder als Trainer. Da. Wir können aber nicht. Wir können keine Antische geben. Mhm. Wir können keine Antische geben. Die Logozin, die gehen, ich meine, sie haben 2-3-1 verlinken an einen anderen Club, mhm. Wenn sie Logozin informiert sind. Mhm. Ja, ja, Mondo war am Wand. Oder Fall, voilà. Rosbad. Rosbad, doch. Mondo, ja. Rosbad und von Nachrichten, so, ja. Ja. Ich denke zwar schon, dass es auch etwas ausmischt, wenn ein Trainer ganz hoch bei der Equipe ist. Sicher, also nee. Ich denke schon, dass das einen kleinen Impact auswischt. Ja, du hörst ja oft, weil es ein paar Leute nutzen, aber ich meine, du hörst ja auch im Ausland, das ist ja, ein Trainer war nicht da, war Formation, also ich weiß, wie bei Eisers, wenn die nächsten Trainer da sind, dann muss man mehr sagen, wie wenn du den Co-Trainer das möchtest. Einfach weil ich etwas weiß, ich meine, wenn ich selber gespielt habe, war das so. Ja. Nur dann nicht ganz hoch gefehlt. Nein, das ist nicht. Bei ihnen, auf der Vorlesung, hat das für mich nicht ausgemacht. Weil da einfach auch eine Hand drauf hat, den. Ich meine, also. Die waren schon, für drei waren sie schon Hand. Der Dilling hat von Van Gum eigentlich die Spitze, aber da auf. Ja, ja, ja. Aber wohl der Kader. Wieso hat das noch der Rehagel an der Zeit? Da wird die Misch zu, ist er der beste Fußball, den erfolgreichsten Fußball gespielt. Du hast nichts zu machen. Du kannst so das gut, ist leider so. Wo geht ein Trainer berühmt? Wer Trainer geht berühmt? Ja. Wo die Chance hat, einen guten Club zu kriegen, ob der da im Ausland ist oder ein, wo der Präsident sieht, er läuft in einer Jeunesse, mit so einfach Jeunesse. Und dann holen wir den Josi, den Matti als Trainer, den hat den Neven, den er gefriert, und einen guten Kader durchstehen, der kann noch mit denen umgehen, wenn man als ein Trainer als den lasseiert. Mhm. Im Gericht nicht, hüllo, irgendein auf den Floschmann, hüllo auf Grevemecho bei dich, da gingst du pur Charlotte mit Laskin, wir sollen am Dahl Charlotte versuchen, du hast, gingst mit Charlotte Laskin, du gingst einfach in den Champion gehen. Wahrscheinlich nicht. Voilà, also hast du. Also gut, dass du gesagt hast, was man Charlotte denkt, dann schauen wir noch ein bisschen Valera. Voilà, ich muss so nehmen. Nein, das ist richtig. Das ist so. Du gehst, du. Ein guter Club muss ein Trainer. Ein Trainer muss keine Equipe. Ja, so bei Straßen sind sie noch direkt so einfach mit dem guten Kader. Ich meine, die hat schon keine Herren-Equipe da stehen. Nee, und nun ist auch der richtige Trainer dabei gehabt, der noch mit denen kann gut umgehen. Ja. Für den Dingen zu Edelbrick, wie zu Edelbrick war, hat er mit Problemen. Für was? Wenn die alle gut kann tun. Es ist gut, dass du ein bisschen mit dem Holz Leute, wir sind gute Kollegen, die auf Bettelberg an der Zeit gucken. Und wir lassen zu Strassen ein gutes Spielerpotenzial an den richtigen Mann dabei, den du ihnen passt. Ja, passt nicht immer in den Trainer, Patrick, nicht.
24 Jahre, ich meine, das ist am richtigen Alter. Für ja, man sicher. Mit, die nötige Formation heute gemacht, ja. Weil ein selber Spieler bringt am Anfang von der Seite aus bringt viel Positives mit. Ja. Kennt ganz viel Motorage, weil er noch Spieler war. Sicher. Spieler haben nicht gut gespielt, hier geht es mal prima gucken. Selbstverständlich, und heute nach ihm zur Zeit, sportlichen. Responsablen, dass mein Bruder, den auch selber lange gespielt hat, sie bilden eine gute Tandem. Sie sind am Anfang geholt und ihnen dann noch die Sache delegiert. Und so, und die zwei sind responsabel für das Rekrutement. Muss natürlich Kader vom Budget leihen, wie man kann. Und der Patrick als Kind, der an den Keller geht, für zu lachen. Richtig, ja. Ja, das passt. Dann die Mission ein bisschen. Das passt, das muss sein. Das passt zusammen. Geh schaffen, geh jeden von schaffen. Wusste ein Challenge, da hatte ich mal ein Beschluss, habe ich gesagt. Denn der Chef war es, müsste fremd verschaffen zu gehen. Also, du gehst auf den Terra. Du bist 20 Leute und fremd, wenn sie dich schon gesehen durch Sturm. Ja. Oder die geht schon durch an der 15 Flammen, die 5 und dann zum Drehen. Da geht das nicht mehr. Und das klappt bei euch. Ja, das kann man animieren. Und ich verstoppe doch nicht. Wir kriegen auch davon. Dort ist ja so viele Spieler, einfach, die so lange interessiert, weil ihr den Niveau noch spielt. Weil bei euch hört ihr den immer das familiär. Ja, okay. Das tun wir auch nicht weg. Das ist so, noch ein bisschen ähnlich gesagt, wie immer. Die Strengheit, wir sind jetzt, oft sind ja noch kommen sie von den Schulen oder sie sind am Anfang vom Beruf, aber wenn jemand einen Drop schlägt, ob der ein junger Mensch also da in den schon wussten, das bringt nichts. Also für, immer oben ist der doch nach Feierabend, nach dem Markt weiterfahren, immer dem sanktionieren, das ist schlecht. Wir sind noch ein bisschen kadrieren. Also, wir sehen, dass man Lockerheit auch gibt. Der Stoßner trainiert hat ja wunderbar für dich. Er kann gut backen. Das fühlt sich nicht. Das war das eine Geschichte. Der Trainer bektacht für den Matcher. Ja, er hat das effektiv. Er hat auch so Sachen besser rundherum organisiert. Auch ob sie noch Pizza zusammen sicher gehen. Verschiedene bringt man einen Tag mit. Dann verdienen das, also ich meine, das hat ja das selber gesagt, für ein Match halt mal. Ich weiß nicht, ob das gut verdaut. Das ist das Resultat, das hat er nur. Schönen Dank, ich will jetzt sehen. Das könnte gut tun. Ein paar so Sachen, die vielleicht wohl außer Standard sind, ich meine, das kann jetzt Animation. Das schweißt auch zusammen. Die könnte ich schon vielleicht noch erinnern, das ist auch so. Genau, nämlich Vetter. Als je mal enkel aan de nationale duur zijn, dat was zolang als dat je dan niet hier. Dan waren de wel Schluss van je trainer daar. Ja. Die een viermeestige kaart gegeven. Ja. Drie, bij het nieuwe match. Gekaart, de Luz als je een metseler, ook kaart. Al vier en al matchen tegen kaart. En die had hier zo'n familiaire atmosfeer door. Die hier aan de nationale duur zijn die het had gespeeld. Maar wie de Luz niet metbleven was, was het de Bierjaar gegaan. Das erinnert mich ein bisschen drin mit dem Backen. Und mal ein paar Pizza sicher gehen. Dadurch kann ich auch einen Trainer machen. Sicher, die Trainer, die zwei Trainer. Die müssen darunter rümmen. Ich meine, nicht normalerweise noch einen zweiten Mann dabei. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Das kannst du nicht ganz viel. Du musst jetzt just drauf kommen. Nein, nee, das ganz viel, dass du natürlich eine Kippe gehst. Ja. Das war der Fall. Ich meine, aber wenn wir nur gucken, ob die dritte Platz, die für den Jeunesse, die kämpfen, du. Ich so einen von den 2 Dollar machen, ja, dann sind auch schon ein bisschen aufgeschlagen. Wie geht das da? Tieferding oder Jeunesse? Also im Spielerpotenzial noch mies Tieferding erkennen. Denn einfach mal der Brett, da muss viel Stürmer das. Ich überlege mal, wie tief viel Stürmer da. Wenn sie nach einem Profi da noch kauft, der handelt dann, wie heißt der? Van den Brück. Van den Brück, ich wusste immer noch nicht mehr. Den sind dann noch von 4-3 Matchen mit den 3 Goalen geschossen als Zentralverteidiger. Ja. Und dann haben sie den Sturm versucht. Der Jeje, da wie ich schon mal. Und dann den und dann nach den Caron. Den Caron, dann den Luisi. Ich meine, sie sind noch 5, 4. Und für was haben sie Probleme? Du hast ein bisschen Unruhe mit den Spielern, weil jeder will spielen. Ja. Und sie sind immer ein oder den anderen. Du hast den Bett noch reinbekommen, in guter Form. Ja. Und du könntest dann zufrieden nicht. Da sitzen dann
es war die so titulaire sitzt noch auf der Bank. Und das ist hier ein Nudel, der Moment gegen den Schmengen. Tut der Markt nicht einfach, also wirklich. Also wir haben so letzte Match gespielt, muss ich so in so offensiven Bereich. Ich habe immer alles an Golerim gesagt, weil das ist eine Garantie aus der Rafik. Auch die Stürmer, die sie haben, die in einer Übersetzung, muss ich so. Natürlich schon gesehen. Fünf Stück für die Platz. Ja. Und ich gebe auch so, dass Stefan Ding im Moment dabei, sie haben die 6 Punkte an der Nähe gemacht, die sie mussten. Dass die wahrscheinlich aber dritten Platz machen. Also vom Tropzig, also vom Spielerpotenzial müssten sie, also sind ein bisschen enttäuscht, die müssten mehr Punkte. Der Trainer von der Genesse hat immer so Spielerdecke wäre nicht groß genug. Der Karl. Ja. Ich kenne den Karl. Wobei der aber, ich fand der aber eigentlich ein guter Saisonspieler, Genesse. Er hat mir kleine Karte. Er hat mir kleine Karte. Ich war so gut gegen. Ich habe schon erst dreimal das hier gesehen. Ich habe sie gesehen gegen Vollheit. Dann bricht ein. Sie hätten zu gut könnte fangen. Auch von Don Verdenken. Zum Schluss hatten sie. In der Fußball ist komisch. Vollheit muss an der Halt schon 3-0-4 stehen. Die erste Halt. Er hat schon erst könnte fangen. Das ist immer das. Das engt auch bei der Jeunesse. Sie haben die Matches gegen Spitzen, also die Uwe sind, die fanden sie nicht. Da merkst du schon den Unterschied vom Spielerpotenzial. Jeunesse war effektiv auch von den ominösen Matchen, wo man hätte missen. Genau. Punkt Batzwellen. Ja. Wir haben die letzte Sekunde mal verloren durch effektive, ganz schöne Freistoß von ihrem Stürmer, den heißt auch an der Reihe. Ich komme nicht auf den Namen. Nicht den Mindestum. Und ich wüsste, du meinst schon auf den. Ja, aber wie ich. Ja. Also doch, das ist mir feier 3, wenn ich mal verliere. Unglücklich. Wie dann so was, wir hoffen, wir noch eine Revanche abstoßen. Sie kommen nach 4 Mai, kommen sie abstoßen. Die kommen nicht gucken. Da hoffen wir, dass wir da ein interessantes Match sehen. Ja, weil ich das abstoßen, das ganz bestimmt. Und ich meine, dann haben wir ja die Progrede Rassing, Ham, Rümmeling, ich meine die. Die überraschen mich, Römmling. Ich finde ehrlich, ich hatte auch bei dir gesagt, die in Schwierigkeiten gehen, aber da habe ich mich ein bisschen geirrt. Ja, aber die Jochen Plus auch noch am Wander Trainer gewesen, das hat auch keinen Impact. Das wird gut nach Schnauze gemacht. Das war alles, das immer bei den Männern wird schon gut geklappt. Da war ein Sergeant dabei, Jan. Jürgen Römmling, gehen sie gespielt, das ist ein ganz physischer Kind. Ganz physisch, ja. Ja. Und sie schießen viel Ballerität. Das ist so bei ihr zu stoßen. Ja. Das ist eine große Kipp. Ja. Faserität als Stoßen immens gefährlich. Ja. Aber ich meine, Römmeling wie alle Jahre, sie packen es. So nicht. Ja, sie packen es. Ich meine, dann ist es noch bitter. Also die von Progre. Ja. Der Progre, das ist ja Vietnam nicht. Die haben mich enttäuscht, fatsch. Ja. Also, mit dem Spielerpotenzial. Ich soll dir nicht so viel über Tipps schwätzen, mehr effektiv. Ich meine, das Geheimnis ist, dass ich von Niederkur habe. Ich bin noch gerne von Niederkur. Ich finde aber schon 20 Jahre, wie du mir das aber der Verein muss auch die Lizenz tun. Natürlich, ob ich noch ein bisschen so nicht. Ich meine, das hätte ich schon gerne, dass der Verein gut durchsteht. Und effektiv, ich meine, sie auch finanziell meinen, aber ich meine, schon da, und wie man auch ähnlich gesagt hat, wo. Wenn ich beschallerte Sinn habe, dann soll dort in erfolgreichen Fußball gespielt gehen. Und das ist schon eigentlich, meine ich auch so, dass da hunderte Erwartungen zurück sind, wie die meisten Leute, dort sind auch Till, Brieder, dann die Bossien und dann die auch ganz stark außen spielen. Und da hat ihn das schon für eine Saison etwas anderes erwartet. Aber bon, das ist aber immer. Vom Fußball aus, eben nicht, wie weit eben nicht genäht, Arithmetik, kannst du können, eben selbst du testen. Ja, ja. Das dann scheint ja aber irgendwie auch nicht so zu laufen, wie es soll. Ja, aber wenn man ja guckt, auch für Niederkur, die haben sich schon die letzten 2-3 Jahre richtig gemäht. Ne? Das ist so, immer so, wo gespielt wie dran zu bleiben, wenn ich noch gucke, dann spielen sie wie Europa. Auch das geht um das Budget verdoppelt. Du siehst, dass du auch etwas am Laufen hast, dass du etwas am Kommen hast. Ja.
Und ob es so guckt, wen alles füllen, die echt drei, vier Plätze spielen. Ewig jung. Ich, zwar, viel, ich kann das schon so, was ich mich ein bisschen informiert, was ich traurig fand. Das wie der Boss ist, der Junge, den als der könnt von Niederkur, sind die ja suspendiert. Ich meine, das sind stutzende Schüler, bei dir wäre das doch nicht viel kommen zu stoßen. Sie suspendieren den Jungen, den kann dann zu Niederkur spielt, fällen dem Trainer etwas, ich bin das gewohnt, ich gut, dass von einem gesagt, der dabei war, fällen dem Trainer gesagt wird, er ging jetzt auf seinen Französen, es ist online, einfach, was ich sage, auf seinen Französen sitzen. Und nur einfach am Trainer hat vorher gesagt, gut ist gesagt, dann geht der Verein den suspendieren. Also ehrlich, hallo, ein Junge, den da gespielt hat, und dann hält er ihn auf die Zeit, und dann schwätzt er mit dem Sinn, halt, das wäre vielleicht noch nicht gut, dass man mit dem Trainer allein das soll schwätzen. Du gehst dich bei einem Schöllchen, aber nicht den Jungen sperren. Das ist 22 Jahre, ein Junge könnte von da, das fand ich schreck. Also bei dir wäre das doch nicht viel. Kommt nicht, weil du da sitzt, mehr ich weiß. Nein. Das wäre auch Stürmer gewesen, ich hätte den Kind gebracht. Nein, das sind nicht der kure Junge. Ich meine, du wirst das schon besser wie ich. Ja, nein, das ist schon. Das ist immer schön, wenn das eben so Sachen an der Presse an der Brief getrippelt gehen. In den dabei war, den hat man nicht just dem Trainer gesagt, das ist vielleicht noch nicht gut bei der Equipe. Die sitzen nicht mehr auf D&D, ich nenne noch nicht die Nation, dann hält er noch Zeit als Club an, wo gehst du in Schöllchen, dann ist das fertig. Ja. Dann hat er direkt Sperre. Absolut, also ich kenne die Jungen effektiv ganz gut, weil das auch meine Eltern hier in Opa, wie die bin, zu Lützburg war. Ich meine, du hättest die Kinder gerne eine Lesung gefunden. Ich meine, Familie Bosse ist ja aber auch am Verein. Verwurzelt gewesen dann. An die Jungen, als sie auch ein fein Jungen springen, dass sie noch eine gute Schule gemäht hat, sowohl sportlich wie beruflich wie privat, manchmal aber eine gewisse vierzeige Person aus. Und da ging natürlich auch kein 100.000, das letzte Boyer, den sie gespielt hat, also ganz gute. Die passen auch bei dir. Wenn die nicht. Das ist frei. Das ist frei. Nein, das ist nicht der Kontakt. Eigentlich Transfer wird das Ende gewesen. Wir schalten mal aus, wir machen. Er spricht dann im Sonder. Ja, oder du, ja. Das ist ein ganz guter Spieler. Wirklich den Lützburger Jungen. Das war ja beim. Und dann hat es ein paar Matches gemacht mit 1920. Ich will nicht vom Bus, ich weiß mehr, dass die Sachen, die einem abfallen, das fand ich. Also Spieler gegen Gesichter, also sie bestimmt ein reifer Einer, dann ist ja Formation. So ein Kontrakt, den hat der Kontrakt, sie wollen anscheinend mal gut nicht frei gehen, verteidigt das. Und dürfen wir nicht mehr spielen, weil das da überhaupt, das da überhaupt geht. Ja, anscheinend ist gut. Ich habe mir das gesagt, im Ländermatch, noch beim Pad, der gut informiert das. Ja. Ja gut, da muss ich gucken, ich meine, wenn ein Spieler überlegen, also Verein will den Spieler weggehen, ein riesen Wäsch, ne? Das ist, steht auf Feld mit dem Münz. Ne? Ich komme gut nicht von raus, dass ich wie die so junge Kerl da gehen, aber auch noch, dass die so viel Geld dafür, die Lützebäuer. Ja, die von den Weaven, die verdingen alle. Ja, da muss ich gucken, da muss ich noch gucken. Ich meine, voilà, die spielen keine Rolle und dann Mondorf, ich gebe mir bei Mondorf, so geht es tun. Ja, die Mondorf, vor die Olo mit der Victor gegen Volz, mein Schwert, hat die auch einen wichtigen Schritt gemacht. Ja. Bisschen wäsch von den anderen. Ja. Bisschen wäsch von den anderen. Und da war vielleicht noch. Ich weiß nicht. Mondorf hat 19 Punkte. Genau, ja. Sind noch acht Matcher. Die packt nicht dran. Lässt sich auch. Ein Punkt, drei Punkte. Also auch die sind die wichtig gewonnen, bis in der zweiten Runde. Die wichtig, die sind gewonnen. Die, ja. Das ist ein gut Kontra-Equipe. Ja, das habt ihr ganz. Die Equipe hat Potenzial, sie haben ein bisschen Pech. Viele Matcher, so noch gegen da ist, wenn ich die Matcher gucke. Wir sind als Gewinner vom Terrain gegangen und haben gerade so gut können die Beispiele gehen. Sonst gehen wir auch Mondorf, gucken wir. Das war gerade gesperrt, das gehört dazu. Ich meine, wenn Cäsar immer mit lang geht, war das auch du, die mit den vielen Karten, auch heißt du, man muss Pause, ne? Das gehört dazu. Ich meine, das Mondo wird kein packen. Ja, mit denen. Also, das geht ja bei denen. Den Karten aus, die haben wir ja heute.
gewonnen waren gut gewonnen waren gut mir war an der Statistik immer gefordert man für den Ekippen den meisten Karten aggressive Stile heißt du Hand mal drei nehmen. Dann war fand ich schnell verteidiger Hut, mir heißt du, was fehlt in den und anderen Schritt dann. Ja. Und das geht dann nicht, da gibt dann nicht der Giel oder der Giel Rot. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Boah, ich meine, das ist ein Schwach von der Trainerin. Das ist übrigens eine Taktik. Und da muss ich doch gucken, will ich einen attraktiven Fußball spielen, mit viel Gola, wo da vielleicht noch ein paar Karten dazu gehören. Das ist einfach die Würze von dem ganzen Spiel aus. Die Karten gehören dazu, wenn man mal betreibt. Ja, das geht dazu. Ich hatte nie Probleme mit einer Bitte. Ah, das ist gut, Martina. Das war mein Ding, den wir gelebt haben. Ich hatte einen anderen Spieler, ich stand immer am Nimmel, sind noch auch Trainer. Da war einer dabei, der so immer, wenn es nicht richtig war, so mal etwas. Trainer, dann bin ich auf Zeit geholt, so mal etwas. Es wird immer nicht nur etwas so an der Presse. Ivo Moose, den Rimm. Du bleibst immer etwas hängen. Du kannst nicht mehr. Wenn ich so da, wenn ich auch bitter wäre, an dir zwei, die werden dann in der Equipe, die geht mich versäckeln in allen Match. Ich ging gegen dich pfeifen, automatisch. Ohne dass du viel kannst. Die ist schon dann noch von mir aus. Die Sache, wo es nicht sicher ist, da bleibt einfach etwas sitzen. Du kriegst ja dabei, die sind richtig frisch. Ja, ja, nicht, alles haut, richtig. Haut es das geht nur noch. Sie wirklich noch frisch. Und ich fand das schrecklich. Und mach das nicht zum Feind. Guck, respektier sie, dann kannst du doch respektieren. Nicht, weil du zu leid sitzt, haben nicht schon bei mir zu niedergut gespielt. Ja. Ja. Und, ja, das ist richtig. Ich meine, das ist nicht zum Feind. Wir auch Trainerin, wie engagiert auf der Linie. Ja, ich fand das doch. Stehen, oder die positiv auf ihr Spieler wollen abwirken. Ja. Wenn das am Rahmen leid von Erträglichen, ich meine, soll nicht frech gehen. Ich meine aber auch, wie ich eigentlich gesagt habe, der Rolle von Mabita wird sich ein bisschen geändert. So geht auch nicht der Rolle von den Trainern, muss ich da auch ändern. Und ich meine, dass sich auch die letzten Jahre geändert hat. Auch da sind Präsidenten und ich meine auch Zuschauer tolerieren verschiedene Sachen. Wichtig auch. Also das ist richtig. Also wie gesagt, wenn ich früher dafür den Niederkuckuck gegangen ist, war da die Mabita zugeschaut. Also ich meine, das gibt halt auch Gesellschaft nicht mehr. Da gibt es immer so. Also ich weiß, so habe ich das schon ein bisschen erlebt. Ich meine, dass dann an anderen Divisionen, da hängt ein bisschen von der Stimmung vom Dürbe ein bisschen auf. Wenn der BGL liegt, Mensch, können Trainer, die heute aber die Kamera dabei sind, die Journalisten nicht weit sind, können sich nicht erlauben, einen Arbiter so zu versäckeln, wie vielleicht für pro Jahr. Mit heute Schule auch keine Statistik, wie viele Trainer pro Jahr auf die Tribüne geschickt gehen, ob das wirklich nur innen ist oder nur oben. Ich muss aber so ein bisschen noch. Ich habe schon ein Zeitchen dabei und schon habe ein bisschen die Impression, ich soll mich aber loieren, das war meine persönliche Impression, dass aber der Groß von den Trainern probiert hat, aber auch auf einem anständigen Niveau über die Bühne zu bringen. Zwar das an einer Kette, wenn den Nelef Pipe nach 90 Minuten, also den Trainer, den du nicht 40 Meter an der Terra heranlebst, dann scheißt. Da lebt noch der Fußball nicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen können Sie aber sagen, dass das auch gut so ist, dass der Respekt aber im Großen und Ganzen da ist. Und wie gesagt, ich meine, ich will nicht so einen Schritt mal da ins Halle. Ich meine einfach, dass wenn sie Sportsleute probieren, ja, also der Väter so, dass die auch ein so Paschet gibt. Ich meine, alle Arbiter geht ja sonst auf den Terrain, er will seine beste Leistung bringen. Heinz, du hast eben nicht so gut wie einer, die ist das, denke ich, bei allen Menschen so. Und dann kann ich auch ein bisschen verstehen, wenn man denkt, der Verein ein bisschen Hose gibt mir. Aber Minimum Respekt muss aber trotzdem noch bleiben. Ja, ja. Das ist so flott. Du, gehen sie vom Terrain gesagt, da gehen sie auf die Tribüne geschickt. Ich habe die gesehen, ich habe mich krank geladen, dann fand sie Bonewisch. Ich nenne die Nummer noch nicht vom Jungen. Der war raufgesagt, gehen gut auch um 5 Sonntag schon. Du stungen im Kühl, stungen an der Klotür. Und heute noch voneinander noch alle Klarinetten. Für die Lüfte. Entweder, wenn es keine Tribüne ist, müssen die anderen Seite stehen. Du kannst einfach die Kippe beeinflussen, statt es an der Klotür. Das ist dann eine Strafe. Aber wenn man eine Tribüne hat, zum Kühl oder ob du schon hast,
Da steht never 100 Klotte. Klotte. Da muss eine Änderung kommen, das verstehe ich nicht. Ich meine, das war so an der Diskussion. Aber wenn es dann aber mehr, ja, da müsste es aber mehr. Abgefärbt, in der letzten Saison waren so Fälle, wo Trainer gesperrt waren, und die dann bin mal 100 Klotte gestimmt, ja, ja, direkt. So, ja. Lief der Ersatzbank, wird auf weiter Gas gewesen. Das ist das Resultat dabei. Ich würde selber sagen, ein Match, wir sitzen auf der Brücke vor dem Kühl. Vor dem Kühl, da sind sie auf der Tribüne, ich musste lachen, das war wirklich. Das ist auf der Tribüne checken, weil dann, du Ivo bei uns, ein deutscher Freund. Da geht das. Da geht das, da war ja der schöne Jazz, wie der so der Skinner vom Terra, der von Leverkusen. Ja, der von Leverkusen. Das war zwar wirklich, da musste Kühl aufrufen, einfach da stand nicht Skinner. Also, das war ja nicht Trainer sein Schall, das war noch bitter sein Schall. Na, also, hallo. Noch bitter doch gut reagiert. Also, so, der war abgedreht, schon ganz Zeit war ich an der Runde. Schon mal gut getraut, mit Bayern zu gehen. Das wie du für du siehst. Ja, aber auch ein Punkt, ich meine, ich probiere ja den Beruf von Abita so gut wie möglich zu verteidigen. Ich meine, ich muss ja über ein Headset geschwärzt, man wird kriegen, Fußballspieler, die Idee, die auch schon benutzt gehen. Und ich meine, aber auch ein. Einen relativ großen Unterschied par rapport zu ausländischen Liga. Es sind keine Profis-Liga, aber das ist einfach der vierten Offiziellen. Und da schon, also, wir als spezieller Arbiter können heinst du mal an Ausland gehen als vierten Offiziell bei einem internationalen Match. Und da ist schon aber natürlich flott von der Bitte, auch ein zusätzlich, erstmal sind zwei A mehr im Terrain, da sind wir schon zu acht A an Platz sechs, und die noch schon mal zuständig für die Bänke. Ne? Für die Bänke ruhig zu haben, das ist auch ein großer Plus, den meiner Meinung nach à la langue muss den auch ein zu Lützburg kommen. Zumal den ersten Assistenten, der bei der Trainerbänke steht, denke, wo ich aber auch trotzdem ein paar Trainer zu Lützburg, die ein bisschen nervös sind, wo kein riesen Terrain, das heißt, der Assistent steht nur bei der Bank. Und dann muss den da ganz wichtige Decisionen holen am Abseits, dann haben dann rund zwei Trainer, die noch muss ruhig haben. Und ich meine, da. Ich fordere nicht richtig, aber ich meine schon, wenn wir auch dort Qualität wollen an die Lut setzen, dann brauchen wir da feierten Offiziellen, die sich zum Beispiel als eine von den Hauptmissionen hat, für Banken zu gerieren. Das wird mir schon auch dem Abiter in dem Moment auch schon geholfen. Schon geholfen, ja, dann auf alle Fall. Auf alle Fall, ja. Müssen Sie sich haben, diese bezahlt? Ja, voilà, das ist das. Das könnte Vereine ja nicht mehr an die Hausschau kriegen. Voilà, mit Dofuna, dann gehen wir weiter, wo dann richtig rauf an den Keller, Ettenbrecher Rausbad, die sind voll dabei. Ja. Das ist den Osten, die Schwäche des Cäsarbus, Macher, Rausbad, ja. Mondo, was auch noch an der Gegend. Ja, also ich denke, dass es, wir sind mit 6 Punkten, wir sind, das Jahr war los, wie wir gegen Ettenbrecher los, die wichtige Match verloren, an der Welle, ich meine, als Trainer geht das ja immer an der Presse, das ist noch immer optimistisch. Wir sind alle gut optimistisch. Wenn der Trainer nicht mehr durchgeht, dann muss man sich da auseinandersetzen. So, es geht noch immer durch. Und, voilà, wir spielen noch gegen Mondorf, wir spielen noch gegen Rausbad, wir haben noch nach Rümmeling. Ich meine, das sind nur noch Matches, wo ich kann, oder wo ich muss punkten, dann für Wertner die Klängen vor dem zu kriegen. Ne? Für das, ich meine, das ist einfach gesagt, wir müssen einfach gucken, dass man Barrageplatz, dass wir da hinkommen. Das muss ich natürlich auch realistisch bleiben, es geht wirklich ganz schwer. Ne? Vielleicht waren wir ja nur ein Weekend zu Diddeling, wie ich viel Ruhe habe. Voilà, genau. Wir gehen auf Diddeling, ja. Wir gehen auf Diddeling, ja. Also, ich meine, ich mein, noch nicht sehen, nur. Da sitzen 100 Euro auf Ersch gegen Diddeling. Da kriegen ich 10 Mal ausbezahlt, das gehen 1000 Euro. Da fahren wir an die Vakanz. Ja, ja. Aber den ganzen Tisch haben wir da, ja. Am Fußball ist alles für mich, ohne die 100 Euro drauf zu setzen. Physio, Gleichspiel. Ja, also, wie gesagt, dass ihr mich klar seht, das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Natürlich, wenn die Leute noch kein Match verloren, das geht natürlich auch nicht einfach oder gut nicht einfach. Natürlich auch, kann auch natürlich, was ich ja nicht hoffe, kann auch an die andere Richtung, wenn die umrunden sind, ja. Da kann ich noch mal
ein paar Goals weiter kriegen. Ja, ja. Ich meine, das ist natürlich auch möglich. Aber ich denke noch, Rosberg wird mit dem Claude Osweiler. Geht nicht besser, doch. Ja, das ist. Ich habe Rosberg doch dreimal gesehen, die mir dreimal gefallen. Ich, der Präsident hat von Straße, der kann sich erinnern. Ja. Ich war zu Straße. Ja. Da war ein Szene à la Linrichter. Da stungen mir zu feiern. Da stungen die zwei braunen Bäume, der Niki an der Bof, der lange Supiero. Mhm. Da stungen wir zu sechs Uhr, wo an der letzten Minute Rosberg ein real rechter Kapgall holen möchte. Wir haben es gesehen, Linrichter hat den Fundelatlutkurven nicht am Interesse von Straße. Sie gewonnen auf 4-3, ja, 4-3. Von, der Goal war richtig geschossen. Mhm. Dann habe ich Rosberg gesehen, der Match dürfte verlieren. Dann haben sie ihn gesehen, gegen Fulz. So die dominiert 90 Minuten lang. Da schießen sie nach einem Goal. Da hat der Linrichter, der stung 100 Trainerbank zu Rosberg. Auf der Mitte. Die stung nach Handen drin. Ich war noch bitte. Ja. Du warst ein Schöller. Die steht mir nicht. Ja. Die steht oben schon mal am Hang nachgeschwert. Das sind die zwei Bänken. Die stung da. Der Ball mich stungen, Alter. Den Thomas Margot von der. Der Ball war gut nicht aus. Der Matte geht an, die schießen ran. Du den Hang, den natürlich auch ein bisschen manipuliert. Hang und so denken sie mir selber. Du gehst ja, der Ball war aus und dann bin ich mal. Als Linrichter, der Bastinger sagt nicht mehr sicher, du fängst den ab. Der Ball wäre aus. War gut nicht aus. War wirklich am Terra. Und das ist für Leute Rosberg. Du hast eine Strahlmatche gesehen, wo die verloren haben. Also da hatten sie Punkte zwar gemacht. Mhm. Da hatten sie nicht berichten, du musst den Match fallen. Mhm. Eben Linrichter hat gewinnt und nach Bitter hat gepafft. Und dann ist es so. Ich meine, du musst ja ein paar von denen. Du stungst auf der Linie. Die drei Matches haben schmatt gemacht. Die haben dreimal da, haben sie verloren, haben sie dann mit dem Gleichspiel gegeben, und da war ich nachts durch. Für so können hätte Brechen zu verlieren. Dafür, ich hätte sie groß an. Also, das sind sie, die packten nicht an Mengen an. Natürlich, man muss mit dem Mosweiler zu den Fällen. Beim Dan haben sie auch ganz gut. Also, engagiert, da fühlt mich überrascht, dass sie das nicht gehalten haben. Ja, du weißt noch nicht, ob da irgendetwas. Ja, man hat ja schon verschiedene die kleinen Sachen. Längs jetzt. Ja, weißt du. Das sind effektive Situationen, wenn ich dann in Drache stehe. Ja, voilà. Ich will nur nicht. Ich meine, wir hatten noch zu Römmling an der Vierrunde. Du hast 95 Minuten gespielt, wir wären nur 90 Minuten, wer den den. Ich habe dann bitte da nur gefragt gehabt. Für was hast du so lange noch spielen lassen? Da kommt man nicht so, da wollte man doch nicht so. Da kriegen wir die 94 den 2-1. Und das sind effektiv, das sieht sich wirklich wie Rode vor dem durch die ganze Saison. Ja. Ich will das nur nicht tun, aber dann entschuldigen. Ne? Mit das einfach, wenn ich wirklich da steht, dann. Das ist ein paar Punkte mit jedem Fall. Ja, mit Sicherheit. Ja, das fand ich an, wenn ich bis an dran ist. Ja, was soll ich geben dabei? Und so die Tabelle guckst, das Volz, Ettenbrück, den Norden, Arusbad, Macher, den Osten. Ja. Sind zu fünf nach vor. Mit drei Punkten geht es ja. Das geht es ja. So, wenn wir gegen Ettenbrück gewonnen hätten, wenn wir einen Punkt an Ettenbrück und drei an Volz. Ja. Das war der wichtigste. Ja, das war den. Ja, den hat man missen. Ich hatte auch den Rest, dass er ging von. Weil ich die Erde für dich gesehen habe. Ich habe so lange zu Pero und ich habe viel zusammen geguckt. Der Pero war mir sicher, dass er sicher, Bastian nie. So, die können die Sonne gegen Dettelbrück, muss nicht den Match davon. Ich war selber ein bisschen überrascht. Ja, da muss ich auch noch gucken, wo es den Trainer gewesen ist, vielleicht könnte auch noch ein Gap ist. Ne? Hast du noch Trainer für ein Match? Sie hat ja gewonnen gegen Dave, und du hast aber gesagt, gehen. Ja, den haben sie auch. Und dann hast du einen Eingelöf von Handel bis vier. Es hat fern mal 14, die schon von Lundheim verleiert wird, dann hast du dann dreht. Als das dann ein Jahr weiß, ehrlich. Ich war ja schon viel drin, auch das Gespräch. Ich meine, das schon nicht mehr sicher war, ob die zwei Seiten weitermachen. Ja, aber du kannst dann nicht auf 14, ich kann dann nicht Haut so, das ist ein feiner Kerl.
Und da fällt sich stopp, sonst ist das ein Arschland. Ja. Das geht dann nicht. Ja, das geht schon nicht. Das verstehe ich nicht. Wie sie die verdienen, sie gehen einfach auswärts verlieren, dann sie die Woche nach gegen Voller. Nee, sie hatten gegen Voller gewonnen. Nee, gleich. Die gegen die verdienen haben sie gewonnen. Die verdienen, ja. Und dann fällt sich stopp, ich will den Mängel haben, das macht die alle mehr. Ich verstehe das nicht. Ja. Da bin ich mal, als der richtige Trainer, wie fällt sich das nach? Nee. Ja, auf jeden Fall geht es auch spannend. Ja. Wenn er dann. Ja, du, man will das auch mischen zwischen den Spielern. Den, ja, den Hänger hat doch keine Zeit mehr für die Equipe, die man zusammenzusetzen. Wie, ja, ihr könnt nicht kommen. Ja, ich fand das Fußste für drin. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Wo ist das Fahrt für? Wo ist das eine andere Mentalität, das für eine Minute zu gehen? Wo ist das noch viel der. Entschuldigung, Jugoslawien spielen und das ein Klon und ich muss sagen, das für sich, das weiß ich noch. Dafür kann es nur so, ja, das darf ich haben, das weiß ich alles für drin. Und das ist weit zuvor. Ja, wir hatten darüber gesprochen, und schon eine Pension sollte. Ja. Und nicht auch nur an Wolfs, das ist Charakter, das ist eine ganz andere Mentalität. Ja. Ja, das fehlt noch bitte am besten von den Dopaven und den anderen der Minnetzkirchen her. Ja, das ist oder ja. Nicht? Das ist normal. Das ist, voilà. Ich meine, wir sind schon bald fertig mit der Sendung. So, und zum Schluss machen wir natürlich immer als OZ-Fett, wie du es nennst. Ja, ich habe Reklam für dich gemacht. Weil du hast auch noch wieder Reklam gemacht. Ja. Fühlst du bei Rivalo.com, der ja auch Sponsor von der LFL ist, du kannst auch Begehrlich fetten. Ne? Bei was? Rivalo.com. Du kannst auch auf BGL-League. Also, das ja, doch, nicht, auf ja. BGL-League. Doch, das ist kein Problem. Aber ich gebe Mengen, so man dann bitte wetten lassen hat. Nee, das können wir gar nicht machen. Nee, dann bitte noch ein bisschen. Ja, dann bitte ein bisschen den Match. Ich gebe so ein Misch. Ja. Sollen wir dich dann als Expert holen, wie die Matcher, was die Pronostiken zu machen? Ja, ich kann ein paar. Ja, aber fängt man die Reihe an, sagen wir Volz Rosebud. Wie gewinnt man da? Volz Rosebud. Rosebud. Rosebud gewinnt. Ja, ich finde die Pumpe gesehen, die immer gefällt. He. Gefällt Rosebud. Ja, so einfach mal 2-1. 2-1. Für Rosebud aber. Ja. Voilà, und dann haben wir noch ein CSG. Der Präsident von Lugge kenne ich eine große Victoire. 3-0. 3-0 für den CSG. Ja. für Diddling. Ja, für Diddling. Das meint er nur, ich schätze es mir aber nicht. Ob von Teil so stimmt. Nee. Voilà, dann haben wir Römmeling Progré. Römmeling Progré. Progré sind auch nie da. Indeed. Der Racing geht at the break. Racing Winter. Winter der Racing. Mengen nicht mal. Neue Präsident. 3-1. Und dann Mondorfstraße. 2-2. 2-2. Voller Hamm. Voller Winter. Haben wir so. Das ist auch wir haben mit Charlotten. Voller Hamm. 3-0. Okay, und dann die dritte Platz. Zum Schluss, der von den Genes. Das ist schwer. Das, also, Spielerpotenzial ging es Stefan so und dann. Ich kann Stefan komm ich tippen. Ja? Ja. Plus wie Stefan. Carlos war ein ganz guter Kollege, schon mal mehr mit Stefan. Vielleicht nur noch das Sendung nicht mehr. Nein, das ist einfach, das gefiel nicht. Ja. Okay, dann Stefan gewinnt. Vielen Dank, Damen und Herren. Es ist ein schönes Merci, dass ihr nur geguckt habt. Das war 100% Fußball wie der Monat März. Und wir sehen uns an einem Monat drin. Vielen Dank von uns 5 und einen schönen Tag noch gewünscht.